Ivo Čulić, Glückwunsch, 4:1, klares Ergebnis letztendlich. Habt ihr es euch so einfach vorgestellt vorher? Dankeschön, aber nee, eigentlich denke ich, dass kein Spiel in der Oberliga einfach ist. Wir haben uns dementsprechend einfach gut vorbereitet. Es läuft momentan und ich denke, egal wer uns da gegenübersteht, wir bespielen alle gleich. Und mit der Einstellung schlagen wir dann viele, denke ich mal. Ihr habt jetzt 7 Spiele in Folge nicht mehr verloren. Das waren viele englische Wochen, eigentlich ein Programm, wo man denkt, irgendwann muss mal die Kraft ausgehen. Ihr wirkt trotzdem fit wie am ersten Spieltag. Wie habt ihr das hinbekommen? Ja, ich denke, essentiell war einfach, dass wir auch während der Corona-Pause extrem viel gearbeitet haben. Und so, das hört sich jetzt blöd an, aber alles kommt zurück, denke ich mal. Wir haben brutal viel gearbeitet und ich denke, jetzt sieht man es. Wir haben bis zum Schluss Kraft. Ich denke, dass wir den vielen Gegnern momentan auch gerade krafttechnisch überlegen sind. Und ja, also irgendwie sind wir gerade auf einer Welle, die uns gerade so ein bisschen trägt. Und die nehmen wir mit und versuchen, so viele Spieler wie möglich weiterhin zu gewinnen. Jetzt seid ihr auf Platz 6 nach dem Spiel heute. Besseres Torverhältnis als direkte Konkurrenz. Seht ihr euch da mittlerweile selber? Weil die Ansprüche waren ja eigentlich erstmal Klasse halten, erstmal genug Punkte sammeln. Aber mittlerweile kann man auch mal nach oben denken. Ne? Auf jeden Fall. Also ich bin auch grundsätzlich sowieso von klein auf, dass jemand das Maximum strebt. Mhm. Aber ja, klar, war von Anfang an haben wir gesagt, ja, Klasse halten, aber das ist jetzt unser zweites Jahr in der Oberliga und ich denke, es gibt keine Grenzen, wir wollen hoch hinaus, ich persönlich zumindest, ja. Und ja, machen wir weiter so. Hat keiner was dagegen. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Nee. Dankeschön. Danke. So, Dominik Almeida, nochmal gerade weiter, herzlichen Glückwunsch auch dir. 1-0 gemacht und ein Comeback mit einem Tor gleich mal gekrönt, besser kann es nicht laufen, oder? Ja, auf jeden Fall. Erstmal bin ich froh, dass meine Leiste so weit gehalten hat. Und dass es das mit dem Tor krönen kann, ist natürlich überragend, oder? Ihr habt gerade in der zweiten Halbzeit, glaube ich, keine einzige Chance mehr zugelassen, bis auf das Gegentor. Tut das dann weh oder sagt man, komm, 4-1, vergiss mal. Also, mich stört es extrem, also vor allem nach so einer guten Leistung, dann nicht einfach die Null über 90 Minuten zu halten. Deswegen eigentlich schade, aber im Endeffekt können wir froh sein, dass wir so ein gutes Spiel abgeliefert haben. Jetzt habt ihr aktuell erstmals seit September, glaube ich, wieder sowas wie Normalbetrieb, das heißt ein Spiel am Wochenende. Obwohl es jetzt so gut verlaufen ist, vermisst ihr vielleicht sogar das Mittwochspiel ein bisschen, weil ihr jetzt gerade so im Flow seid? Ja, natürlich ist es für einen Fußballer geil, zweimal die Woche zu spielen, immer spielen. Spielen ist natürlich geiler als Training. Aha. Aber ich meine, es tut mal gut, mal wieder Normalität da reinzubringen, mal wieder Ruhe, Regeneration und dann eben, ja. Es waren jetzt 7 Spiele in Folge ohne Niederlage. Wie lange wollt ihr die Serie noch fortsetzen? Am besten bis zum Schluss. Hoffen wir es. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Danke. Und wir machen direkt weiter mit Michael Schilling. Wochenende für Wochenende kann ich immer wieder nur sagen, Glückwunsch, starke Leistung. Heute 4-1 gegen den Tabellendrittletzten. Hast du das Spiel ungefähr so vorgestellt? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, es ist sicherlich keine einfache Rolle, die wir heute ausfüllen mussten. Gegen eine Mannschaft, die hinten drin steht, ist es immer schwierig. Wir waren zum ersten Mal so ein wenig in die Pflicht, ein bisschen der Favorit. Und das ist eine neue Rolle für uns, aber wir wissen, woher das wir kommen. Die Jungs sind sehr, sehr fokussiert, arbeiten gut. Und heute war es ein sehr routinierter Auftritt und ein absolut verdienter Sieg. Dominik hat gerade gesagt, für einen Spieler ist natürlich geil, zweimal die Woche zu spielen. Also er vermisst die Mittwochspiele, die jetzt wegfallen, fast ein bisschen. Sieht man das als Trainer auch so? Ja, als Trainer achtet man vielleicht auch noch etwas andere Sachen wie die Regeneration, was halt sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, das hat man heute gemerkt. Wir waren frisch, waren fit und das war heute auch ausschlaggebend. Und von dem her ist es für Trainer schon wichtig, dass man normal trainieren kann. Aber auch für mich, die Analysen jeden zweiten Tag ist dann doch auch sehr, sehr intensiv. Und von dem her konnten wir uns super vorbereiten. Und ich denke, alles, was wir uns vorgenommen haben, vor allem in der Arbeit gegen den Ball, hat heute sehr gut funktioniert. Ich habe mitbekommen, das letzte Aufeinandertreffen war in der Vereinsgaststätte der Walldorfer. Da habt ihr nach dem Sandhausen-Spiel letzte Saison mal was gegessen. Was schmeckt jetzt besser, die Pasta dort oder der Sieg heute? Oh, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, okay. Siege schmecken immer besser, natürlich, klar. Wir sind sehr froh, dass wir wieder 3 Punkte mehr haben und wir kommen unserem Ziel Schritt für Schritt näher, aber wir sind noch lange nicht am Ende, es geht noch sehr, sehr lange. So, letzte Frage, es waren extrem harte Wochen für die Mannschaft, immer sehr viel unterwegs, sehr viel spielen und das alles mit 7 Spielen jetzt ohne Niederlage. Kriegt die Mannschaft da auch mal ein extra Lob oder einen Tag frei jetzt?
Ja, sie bekommen viel Lob. Also ich versuche es zumindest. Aber ja, wichtig ist, dass die Jungs weiterhin fokussiert sind und sehr, sehr hart arbeiten, weil jedes Spiel wird schwer. Jetzt haben wir wieder ein extrem schweres Auswärtsspiel. Und da müssen wir uns immer wieder neu sammeln, wieder gut vorbereiten, alles gut analysieren und dann werden wir wieder auf Sieg spielen. Dann viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank, Michael Schilling. Gerne. Danke. Ciao.